Er will nur zum Fressen. I know it. Yes. Trying something new for Lahan. Wir machen diese Pinsel. Ich freue mich sehr. Spaß. Ich muss eh nur kurz zur Post. Rezept in meinem letzten Foodery, guckt es euch an, ich schwöre es euch.
herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog von mir. Wir haben heute Montag, den 2. November und ich dachte mir so, ich fange mal wieder ein bisschen an zu vloggen. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown und können deswegen nicht so viel machen. Und ja, ich will euch vielleicht so ein bisschen zeigen, was man trotzdem noch unternehmen kann oder was ich in dieser Zeit mache, die jetzt für uns alle schwer ist. Aber genau, wir können es nicht ändern und wir müssen da durch. Deswegen, ja, ich hatte auch schon ein bisschen eine Downphase deswegen. Aber genau, ich habe diese Woche trotzdem einige recht interessante Dinge vor und dachte mir deswegen, ich könnte mal wieder vloggen, habe ich auch länger nicht gemacht. Heute habe ich ausgeschlafen, weil ich ein bisschen Schlafmangel noch vom Wochenende hatte und habe dann einfach gefrühstückt, habe Sport gemacht. Ich habe mir für diese Woche vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen, weil ich war schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht im Gym. Also ich meine, klar, jetzt haben sie zu, aber meine Eltern wollten auch schon vorher nicht mehr, dass ich hingehe und ich selbst hätte es auch ein bisschen unverantwortlich gefunden. Deswegen bin ich schon länger jetzt nicht mehr im Gym gewesen und will diese Woche auf jeden Fall mehr Sport machen und habe mir auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, trotzdem noch rauszugehen. Ich war auch gerade zum Beispiel spazieren, habe ich euch auch mitgenommen, weil ich einen Brief wegbringen musste. Oh, ansonsten werde ich wahrscheinlich viel backen, viel kochen und an meinen anderen Videos arbeiten, weil ich im Moment relativ aufwendige Videos drehe, zum Beispiel Food Diaries, mein Rezepte-Video oder eben auch das Room Makeover, das auch hoffentlich bald online kommen wird, aber mir fehlt dann noch meine Kommode und ich will es erst posten, wenn wirklich alles da ist. Und ja, wir haben gerade so kurz vor 17 Uhr, ich habe einen Kaffee gemacht, ein Stück Kuchen dazu, der übrigens richtig geil schmeckt, ich liebe diesen Kuchen. Wow. Ah, unser Fitnessstudio, bietet jetzt Kurse über Zoom an, was ich mega cool finde. Deswegen werde ich heute Abend noch Zumba machen. Richtig, richtig geil. Ist aber nicht bei meiner Trainerin, die das normalerweise macht, sondern bei einer anderen. Weil es halt eine Kette ist, wo ich hingehe. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Zuerst werde ich erstmal Kuchen essen, Kaffee trinken. Und genau, ich wollte auch eigentlich nochmal ein Live-Update-Video drehen. Aber das mache ich wahrscheinlich dann morgen. Genau, ich wünsche euch aber ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde jetzt kurz ein Thumbnail bearbeiten. Mein Kuchen jetzt mit nach oben genommen, weil mein Food Diary hochgeladen hat und dann kann ich das heute noch online stellen. Finde ich mega cool. Ich mache gerade Zumba. Ich habe mich voll gefreut, dass ich das jetzt irgendwie... Mein Vater ruft einfach an, what the fuck. Hallo? Ja, was ist? Ich habe Hunger. Ich auch. Mach, hast du was gemacht? Soll ich runterkommen? Ist gedeckt? Nein, ich habe gedacht, du machst jetzt schön oder wir machen zusammen was. Okay, dann komme ich jetzt. Bis gleich. So ist es, wenn man zwei Stockwerke entfernt ist. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist es natürlich nicht das gleiche, wie wenn man im Raum ist und so. Die Energy ist ganz anders, aber ich finde es auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Und ich finde, wenn man wirklich so den ganzen Tag zu Hause ist, was jetzt der Fall ist, ist es voll schwer, sich so wirklich zum Sport zu motivieren. Deswegen ist sowas auf jeden Fall richtig gut und ich bin voll froh, dass es angeboten wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt Hunger, es ist schon 7:45 und ich gehe jetzt runter, weil mein Vater hat schon angerufen. Ich probiere heute mal solche vegane Würstchen aus Seitan. Die brate ich einfach in der Pfanne an. Chef. Nicht schlecht. Soll ich gar nicht viel geben. Ja, ich würde es gerne mal probieren. Lecker. Guten Morgen, Friends. Wir haben 11 Uhr. Ich habe schon gefrühstückt und ich habe gerade ein Live-Update-Video gedreht, worüber ich über so meine komplette Situation geredet habe, wie jetzt meine Pläne so für die Zukunft sind und so weiter.
guckt es euch sehr, sehr gerne an. Und ich habe jetzt vor, in die Stadt zu fahren. Ich will zu Alnatura gehen und in die Bibliothek. Ich muss ein Buch abgeben und möchte mir ein neues ausleihen. Und dann muss ich noch zum Optiker, weil ich meine Kontaktlinsenflüssigkeit leer ist. That's the plan. Ich muss jetzt aber noch anziehen, weil ich habe noch eine Schlafanzughose an. Aber genau. Trinke hier übrigens so ein Kombucha. It's delicious. It's good for Aldi im Moment. Ich glaube, das ist so eine Aktion, das haben die nicht immer. Deswegen be fast. Ich habe mir auch erstmal einen Vorrat gekauft. Ah, delicious. Es ist jetzt erstmal bis 13 Uhr trocken. Das ist doch eine positive Nachricht. So, ich muss mich jetzt umziehen. This is my outfit of the day. Oh mein Gott. Das ist alles secondhand. Das Hemd ist secondhand, das Oberteil ist secondhand. Die Hose ist secondhand, die ist aber von Wrangler. Und like this, we're gonna go. Draußen sieht es so schön herbstlich aus. Oh mein Gott, ich freue mich richtig, da jetzt mit dem Fahrrad hinzufahren. Yeah. Ich liebe Fahrradfahren und frische Luft. Love it. I'm back at home und ich zeige euch, was ich so gekauft habe. Oh Gott, Hilfe. Und zwar habe ich mir zuerst einen neuen Tee gekauft. Ihr wisst, ich liebe Tee. Und zwar gab es von Yogi Tee einen Christmas Tea. Und das klingt so lecker, finde ich. Oh ja, das riecht lecker. Ich habe ganz viele Paprika für meine Mom gekauft. Knoblauch, Tomaten in Dosen und ein Soja-Joghurt, weil wir keinen mehr zu Hause haben und ich habe irgendwie mal wieder Bock drauf. Genau, dann habe ich einmal Bratfilet, ja, Bratfilets, what the fuck, japanische Art gekauft. Und ich finde, beim Asiaten schmeckt das Tofu, das man kriegt, immer anders und ich finde, es schmeckt besser. Und deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Sieht so aus. Ja, und ich bin gespannt, das auszuprobieren. Dann hatten wir ja gestern so eine vegane Wurst und Leute, don't judge me, ich fand das früher auch immer eklig so. Aber es hat echt ganz lecker geschmeckt, deswegen habe ich jetzt nochmal so 4 Stück mitgenommen von Alnatura, die gestern waren ja von DM. Ich habe mir so eine richtig coole Zahnbürste gekauft. Das ist so eine, wo man den Aufsatz wechseln kann. Normalerweise hatte ich immer diese Bambuszahnbürsten, die man auf den Kompost werfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlechter oder besser ist. Moment, das ist voll die Scheiße, die ich hier gekauft habe. Dann habe ich in meinem Food Diary zum ersten Mal diese Nougat-Riegel probiert und ich fand es mega lecker. Deswegen habe ich mir jetzt noch die 3 anderen Sorten geholt, und zwar Roasted Hazelnut, Crunchy Nougat und Raspberry Crisp. Und ich finde, das klingt alles richtig lecker. Ich bin vor allem auf dieses Nougat gespannt. Und damit es 3 Riegel 5 Euro gekostet, was ich schon viel finde, aber die sind ja nachhaltig, ohne Plastik und so weiter. Deswegen, ja, dann habe ich mir noch eine Barista Hafermilch gekauft. Die habe ich noch nie probiert, deswegen dachte ich mir, ich probiere die mal. Kürbiskernöl gekauft, Essig und das war's. Oh, und fast vergessen, das Interessante ist eigentlich, ich war noch bei der Bibliothek und habe mir Stuff ausgeliehen. Da habe ich einmal Vincent 17 Vater mitgenommen. Don't ask me, ich fand es irgendwie interessant. Dann habe ich von Colleen Hoover nächstes Jahr am selben Tag mitgenommen, weil ich davon ja jetzt schon das zweite lese. Ich lese gerade Verity of Leaps und davor habe ich Maybe Sunday gelesen und habe es auch geliebt, deswegen dieses. Dann habe ich eine DVD mitgenommen, und zwar Booksmart. Bin gespannt, wie die ist. Und dann habe ich noch ein Gesellschaftsspiel für uns mitgenommen, und zwar Carcassonne. Bin mal excited, ob das was für mich und meine Familie ist. Und dann habe ich noch Food for Future mitgenommen. Ein schönes Kochbuch, das ich mir angucken kann. Vielleicht sind ja nice Rezepte drin. Genau. Jetzt werde ich gleich Mittagessen vorbereiten. So, wir kochen jetzt, und zwar machen wir ein Kürbis-Süßkartoffelkorma. Das ist aus diesem Kochbuch, mein Lieblingskochbuch. Genau, das ist wie so ein Curry in der Art. So schöne Orangetöne. Das müssen wir jetzt in den Ofen geben.
lecker. Ich bin so gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. So, meine lieben Friends, ich habe gerade versucht, Bilder zu machen. Keine Sorge, ist nichts mehr rumgekommen. Also Instagram-Game ist mal wieder im Minusbereich. Aber whatever, auf jeden Fall habe ich ja noch ein Thumbnail gemacht. Deswegen steht meine Kamera da gerade, weil ich das vergessen hatte, als ich das Video gedreht habe. Und jetzt werde ich ein Video schneiden. Wir haben gerade 15.40 Uhr. Und ja, heute Abend kommt eine Freundin zu mir. Habe ich schon erzählt, wahrscheinlich. Ich habe sie so lange nicht gesehen. Sehr schlimm. Und wir machen Dumplings. Richtig geil. Ich habe das noch nie selber gemacht, aber wird bestimmt delicious. Kaffee und Kuchen. Hanna ist jetzt da und genau, wir werden Dumplings selber machen. Du hast es noch nie gemacht, ne? Nee, aber ich habe ein Video gesehen. Na dann kann ich schief gehen. Und dafür haben wir, wo hast du das geholt? Asialand, ne? In Karlsruhe, im Goa. Goasia, der ist so geil, gell? Mhm. Ich liebe den, der ist richtig cool. Ich bin total gespannt. Ich habe gekauft einen Lauch. Ich habe gekauft einen Chinakohl. War geil. Ups. Die müssen wir kochen wahrscheinlich oder braten oder so, ne? Ich glaube braten. Dann habe ich Karotten mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob wir welche haben. Ja, wir hätten welche da gehabt, aber... Dann Sesamöl. Oh, cool, haben wir auch. Okay, ja, wusste ich nicht. Und Pilze. Oh, haben wir auch. Ja, wusste ich auch nicht, ne? Und Ingwer. Geil, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch Sriracha-Soße. Haben wir. Sojasoße. Haben wir. Pfeffer, Salz. Ja, Gewürze haben wir auch. Geil, ich finde es total geil. Reisessig, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil ich mag keinen Essig. Ich glaube, unser Reisessig ist nämlich leer. Naja, whatever. Also, wir haben jetzt hier die Füllung gemacht. Das war eigentlich nur Anbraten von kleingeschnittenem Gemüse. Ich habe jetzt den ersten gemacht, aber der ist falsch. Also so soll es nicht aussehen anscheinend. Aber ich finde es eigentlich auch ganz nett so. Oder? Ja, aber es ist halt nicht so, wie wir es wollen. Zeig mal, wie wir es wollen. So kleine Bollies. Irgendwie so. Hast du ein Video? Okay. Es ist 9:30. Ja, es ist 9:30. Das braucht irgendwie voll ewig. Aber es sieht richtig gut aus. Mal jetzt mal probieren, ob wir dir noch dünsten wollen. Ich meine, wir können schon noch ein bisschen Wasser irgendwie zugeben. Kleine. Guten Morgen, Freunde. Wir haben heute Mittwoch, den 4. November. Es ist gerade 8:30. Ich bin schon seit einer Stunde wach, weil... ich hatte um 9 Uhr einen Hautarzttermin wegen meiner Haut und auch wegen Leberfleck und so. Also ich gehe jetzt nicht nur deswegen hin. Genau, und dann muss ich heute um 11 Uhr ins Krankenhaus wegen des Pflegepraktikums, für das ich mich beworben habe. Ich glaube, ich habe da noch gar nicht richtig drüber gesprochen in diesem Video. Aber genau, ich werde mir jetzt was zum Frühstück machen und dann fahre ich erstmal zum Arzt. So, ich bin jetzt fertig mit dem ersten Termin. Mir wurde so eine Creme verschrieben. Die hole ich jetzt noch schnell von der Apotheke. Und dann düse ich wieder nach Hause. Es ging jetzt echt schnell. Bin voll froh. Ich glaube, dass du da auch einfach lebenswichtige Erfahrungen machst. Ja? Also, sagen wir mal, Erfahrungen, die einfach wichtig sind für deine Persönlichkeitsentwicklung. Was ist das? Das Kaffee brauchst du gern? Ja, da war eine Schlange, gell? So, ich war jetzt kurz zu Hause, hab da einfach noch einen Kaffee getrunken und jetzt sind wir auf dem Weg nach Karlsruhe in ein Krankenhaus. Genau, und danach wollen wir noch einige Dinge besorgen. Wir wollen nochmal zu Bräuninger, weil wir da was umtauschen wollen. Einkaufen und so. Und ja, genau. Freunde, oh Gott, Hilfe. Es hat geklappt. Ich fange jetzt am Montag mein Praktikum an. Und zwar auf der Gefäßchirurgie. Ich bin so gespannt, wie das werden wird. Ich glaube, es wird richtig anstrengend. Ich arbeite dann jeden Tag 8 Stunden. 5 Tage die Woche. Es ist sehr unterbezahlt.
Aber ja, ich freue mich trotzdem. Oh mein Gott, es wird so anstrengend werden. Ah. Aber voll gut, dass es jetzt direkt am Montag anfängt. Bin echt mal gespannt, wie mir das da gefällt. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee geholt bei Barry's Sue, Support Your Locals. Ich weiß, schlecht wegen dem Becher, aber ich dachte mir, es ist trotzdem auch wichtig, die Leute zu unterstützen, die nur noch To-Go anbieten könnten. Und dann war ich noch bei Snipes, habe neue Air Force geholt. Wieder zurück zu Hause. Wir haben jetzt gerade schon kurz vor 2:30 und machen Mittagessen. Und zwar gibt es einmal noch dieses Korma, das ich gestern gemacht habe, dann den Lachs. Ja, ich habe so Blumenkohlreis gekauft. Mega interessant, habe ich bei Alnatura gefunden. Und dazu gibt es ja noch die Teigtaschen und die Edamame. Habe ich auch gerade gekauft. Yeah. Ich habe es ihm gestern in die Hand gedrückt. Dann gehe ich heute. Guten Morgen, Freunde. Heute ist Donnerstag, wir haben gerade 11 Uhr. Ich hatte ein very slow morning. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, einen Kaffee getrunken, YouTube geguckt und so. War echt ganz schön und jetzt bin ich auf dem Weg einkaufen zu gehen. Wir brauchen so ein paar Haushaltszeug und Katzenfutter. Genau, deswegen bin ich jetzt on the go. Ich will heute auf jeden Fall noch ein bisschen rausgehen, spazieren oder so. Weil es ist so unnormal schönes Wetter. Ich bin richtig in love. Und genau, jetzt muss ich erstmal losfahren und ich freue mich. Es ist so kalt. Erstmal kurz konzentrieren hier, ne? Oh, geil. Ich habe Angst, dass mich hier meine Nachbarn beobachten. So, ich glaube, ich fahre zu Edeka. Da kriege ich jetzt alles am schnellsten. You shot right through my heart. Oh, I was so mad. Love a woman with a broken heart. The stars like they finna talk. Yeah, I'm on my way. I write the check out. Rendezvous. Are you kidding me? Meine heutige Fahrperformance war mal wieder ausgezeichnet. Und jetzt geht's einkaufen. Ach, ich freue mich so sehr. So, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Es war nice, einkaufen zu gehen.
Und ich mache mir jetzt Mittagessen. Wir haben 20 vor 1 mega Hunger. Und zwar mache ich mir jetzt diese Pizza. Tschüss! Die ist von Aldi. Ich glaube, sie ist von Aldi. Und das ist mit so einem Spinatboden. Mega nice. Bin voll excited, das auszuprobieren. Und dann möchte ich heute in die Stadt laufen, weil das Wetter so schön ist. Und da will ich raus ein bisschen dahin laufen. Da will ich mir einen Kaffee holen. Support your local. Und dann nehme ich mein Buch mit und dann setze ich mich irgendwie in die Stadt und werde was lesen. Mein Plan für den Tag. Ja, genau. Das war es eigentlich auch schon, was ich erzählen wollte. Ich mache dann Taste-Test für die Pizza. Ich freue mich. Ach, das ist schön warm da drin. Looks interesting. Also eigentlich kann es nur geil schmecken, weil es ist Spinat und Feta, aber ich bin trotzdem gespannt. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, aber der Boden ist halt nicht so knusprig, zumindest hier in der Mitte. Ich probiere mal am Rand. Ja, okay. Da ist ja schon echt knusprig. Also, alles in allem finde ich es mega geil. Okay, nachdem ich jetzt die ganze Pizza gegessen habe, kann ich sagen, die hat schon echt nach Spinat geschmeckt und hatte nicht so viel mit einer Pizza zu tun. Ich war, glaube ich, einfach nur ein bisschen hyped, weil ich Hunger hatte. Ich würde ihr so 6 Punkte geben. Aber die Nährwerte sind halt richtig gut und die Inhaltsstoffe deswegen. Ja, vielleicht ist es ja was für euch. Probiert jetzt gerne aus und wir haben jetzt 2:30 und ich werde jetzt loslaufen. Ich freue mich voll, ein bisschen rauszugehen. Es ist so schönes Wetter. Und es hat nur 10 Grad, deswegen muss ich mich warm anziehen, weil ich muss mich ja auch raussetzen. Weil ja alles Cafés und so geschlossen haben. Ja, ich freue mich jetzt schon auf meinen Kaffee, den ich mir dann hole. So, ich bin jetzt gerade mich am Wärmer anziehen. Wir haben gestern dann noch ein bisschen die Wahl verfolgt und ich muss sagen, ich war echt geschockt von den Ergebnissen so. Ja, ist jetzt immer noch nicht klar, wer es geworden ist. Ich kann einfach nur hoffen. Ja, whatever. Ich werde jetzt loslaufen und ich werde dabei den Podcast von Caro und Sonny hören. Pussy Talk. Ich habe den zeitlang, Anfang von Quarantäne, recht regelmäßig verfolgt und dann irgendwann nicht mehr. Aber jetzt habe ich gerade irgendwie voll Bock, den zu hören, während ich ein bisschen spazieren gehe. Und also ich tue gerade voll so, als ob es eine mega lange Strecke war. Es ist echt nicht weit bis in die Stadt und ich laufe durch den Wald und ja, it's nice. Ich liebe es, im Herbst rauszugehen. Es ist so schön und friedlich. Hallo! Ein Latte Macchiato mit Hafermilch, bitte. Got it! Sieht so gut aus. Wirklich so schön draußen. Ich habe es richtig genossen. Ich war hier locker so eine Stunde, habe gelesen. Ja, jetzt werde ich wieder nach Hause fahren, weil ich glaube, dass mein eines Fahrrad, beziehungsweise das alte Fahrrad von meiner Mom, noch bei Leonie ist und da steht. Deswegen werde ich das jetzt schon abholen und dann nach Hause fahren. Ja, aber ich heute mich noch an dieses Video setzen will, um es anfangen zu schneiden. Habe irgendwie Bock, Cookies zu backen gleich. Deswegen bin ich jetzt schon wieder im Supermarkt gelandet. Ich bin so lost. Friends, I'm back at home. Wir haben jetzt 5:10. Ich musste erstmal kurz chillen. Und wie ihr gesehen habt, war ich noch kurz einkaufen, weil ich so Bock habe, Cookies zu backen. Fragt mich nicht, was mit mir los ist, aber ich backe gefühlt
wirklich eigentlich jeden Tag. Aber ich werde es jetzt nicht alles so ausführlich filmen wie gestern, weil ich glaube, das ist dann auch ein bisschen langweilig, wenn man mir die ganze Zeit beim Backen zuguckt. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, Cookies zu backen. Ich benutze da das Rezept von Adorable Cow. Das hat sie in ihrem Highlight auf Instagram. Ich kann es euch aber auch mal zeigen. Hier. Wenn man es nicht sehen kann, guckt bei ihr vorbei. Ich habe leider keine Macadamias gefunden, deswegen habe ich einfach gesalzene Erdnüsse genommen. Dann weiße Schokolade, das wird die erste Kombination sein. Und bei der zweiten Kombination mache ich einfach mit Smarties. Ich habe irgendwie so Bock auf Smarties-Cookies für die ganze Zeit. Ich habe jetzt irgendwie richtig Bock, einfach so ein Smartie zu essen. Normalerweise bin ich gar kein Fan von Smarties. Wenn die Leute bei uns im Waffelladen immer Smarties auf ihre Waffeln haben wollen, dann frage ich mich immer, was falsch bei denen ist, weil ich viel eher Krokant oder Mandeln oder so gehen würde. Okay, was ein random Fact, aber irgendwie auf so Cookies stelle ich mir schon geil vor. Boah, ganz schön ungesund, was die da macht. Huch. Naja, let's go. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Okay, ich schmilze hier gerade die Butter. Und hier ist schon mein Zucker. Ich habe mir überlegt, ich mache nur das halbe Rezept, weil wir haben hier noch die Brownies. Übrigens, ich glaube, ich habe euch die Brownies gestern Abend gar nicht mehr gezeigt, weil mein Akku leer ist. Die schmecken auf jeden Fall so gut. Ich werde irgendwann mal das Rezept aufschreiben und euch dann zeigen. In einem der nächsten Vlogs oder in meiner Insta-Story, weiß ich noch gar nicht. Aber genau, ich habe das gerade noch nicht aufgeschrieben, aber ich habe das schon das zweite Mal gemacht und die sind richtig, richtig lecker und auch gesünder. Nicht gesund, aber gesünder, weil man die ja mit Banane süßt. So, ich habe jetzt so 9 Stück einfach mal mit weißer Schokolade und Erdnüssen gemacht. Die kommen jetzt in den Ofen. Und das ist der Teig, den ich mit Smarties machen werde. Oh, so süß. Ich freue mich richtig. Der Teig schmeckt übrigens saugeil. So, und weil ich jetzt schon mal in der Küche am Machen bin, werde ich jetzt kochen. Ich wollte eigentlich mein Video schneiden, aber das kann ich auch immer noch nachmachen. Und zwar eine Süßkartoffel-Kürbis. Ingwer-Suppe. Ja, ich habe kein Rezept. Ich mache das einfach so, wie ich denke. Ach, Karotten auch noch. Genau, ich werde es einfach alles klein schneiden, in einem Topf andünsten, bis es weich ist und dann pürieren. Vielleicht noch mit ein bisschen Kokosnussmilch, das schön cremig wird. Och, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, auf so eine leckere Suppe zum Abendessen. Toll. Okay, ich probiere mal meine Cookies. Mmh, sehr lecker. Oh yes, Freunde. Ich sehe heute sehr sportlich aus. Ich gehe mit einer Freundin wandern, beziehungsweise eher so spazieren, aber ich erzähle es euch gleich, wenn ich im Auto sitze. Und zwar, meine lieben Freunde, gehe ich heute wandern bzw. spazieren. Das ist so ein 4 Kilometer Rundweg. Ich hole jetzt Amelie ab, dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen für ein Picknick und machen das heute, weil es heute wieder so ein schöner, goldener Herbsttag. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe ein süßes Outdoor-Outfit an. Genau. Und ich freue mich jetzt mega darauf. Aber ich muss eigentlich tanken noch gehen. So, wir waren jetzt beim Aldi. Man sieht das. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall haben wir Hummus und Brot gekauft und Karotten. Jetzt gehen wir wandern. Yay! Wir haben uns hier jetzt ein süßes Plätzchen gesucht, das in der Sonne ist. In der restlichen Sonne noch. Ja, jetzt gibt es hier ein kleines Picknick. Oh, wir sind fertig mit unserem Spaziergang. Ach, das sieht aus wie eine Perücke. Ist echt so. Oh Gott. Vielleicht sieht es nicht so aus. Okay. Das sieht gut aus. Amelie hat sich die Haare schwarz gefärbt. Nee, getönt. Auf jeden Fall waren wir jetzt so 2,5 Stunden unterwegs. So 4 Kilometer, das war echt schön. Aber kalt, ist nicht voll kalt. Okay, meine Nase. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder home. Aber es war ein nice Trip. Lecker? Mhm. Mhm. Danke. Wir haben noch hier Keks und Kuchen. Lecker.